Hallo liebe DMSG-Community und wie immer schön, dass du gerade eingeschaltet hast hier zu diesem Video. Ich versuche mich ja neuestens immer kürzer zu halten in den Videos, deswegen kommen wir direkt zum Thema. Ihr könnt im Titel schon lesen, um was es heute geht. Soll ich meinem Arbeitgeber oder meinen Arbeitskollegen von meiner Krankheit erzählen? Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was ich sehr häufig gefragt werde. Und ich versuche es euch aus meiner Perspektive zu erklären und ich weiß, ich kann immer nicht von mir auf alle anderen schließen, aber ich hoffe, dass ich euch vielleicht so den einen oder anderen Ratschlag zumindest mitgeben kann, was das Thema angeht. Das Ganze ist sehr, sehr situationsabhängig. Und ich würde vorerst immer erstmal empfehlen, nein, behalte es für dich. Du musst es niemandem sagen. Es gibt aber natürlich Ausnahmen. Und wie gesagt, das ist alles nur meine persönliche Meinung. Ausnahmen für mich wären zum Beispiel, du bist Polizist oder du bist LKW-Fahrer oder bist im Kindergarten tätig. Also du hast Verantwortung für andere Menschen oder du steuerst irgendetwas, was im Falle eines Ausfalls dazu führen könnte, dass andere Mitmenschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich finde, das sind Berufe, da sollte man schon mit seinem Arbeitgeber drüber sprechen, wenn man jetzt eine Diagnose wie MS hat. Aber wenn du Büroangestellter, Angestellte bist und vielleicht einfach in der Buchhaltung arbeitest, weiß ich nicht, ob du das unbedingt sofort sagen sollen müsstest. Behalte es doch vielleicht so lange erstmal für dich, wie du da dich am wohlsten mitfühlst. Bist du allerdings vielleicht in der Verwaltung tätig oder Büroangestellte, Büroangestellter, sehe ich persönlich erstmal keinen Grund, warum du mit deiner Diagnose direkt zu deinen Chefs gehen solltest. Vor allem, wenn dein Verlauf erstmal sehr mild ist und man dir das vielleicht gar nicht ansieht und du anfangs einige Schübe hattest, aber sich das Ganze wieder eingespielt hat. Ich will gleich erklären, warum ich da verschiedene Ansichten zu habe. Meine ersten Gedanken waren, wenn jetzt jemand weiß, dass ich die Krankheit habe, dann werde ich nur benachteiligt. Wenn ich mich bewerbe, werde ich vielleicht gar nicht eingestellt. Wenn ich einen Job habe, werde ich vielleicht nicht befördert. Wenn ich einen Job habe und das meinem Arbeitgeber sage, dann denkt er oder sie, dass ich nicht mehr belastbar genug bin und will mir nicht zu viel aufbürden. Das heißt, ich kriege weniger Verantwortung. Mit weniger Verantwortung sind auch meine Karrierechancen direkt dahin. Wie soll ich denn mal Teamleiter werden und vielleicht für 4, 5 andere Angestellte ein Ansprechpartner sein, wenn mir nicht viel zugetraut wird? Ich weiß nicht, ob es dir da draußen auch so geht, aber das kannst du ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So habe ich damals gedacht und habe mir gesagt, nein, ich möchte eigentlich nicht, dass jemand weiß, dass ich MS habe. Da liegt es auch etwas an unserer Aufklärungsarbeit, die wir ja versuchen zu leisten. MS wird immer noch sehr stark stigmatisiert in meinen Augen. Das bedeutet, wir werden in Schubladen gepackt und es bedeutet gleich, die Person ist nicht belastbar, fällt wahrscheinlich oft aus, wird viele Krankentage haben, ist vielleicht auch demnächst im Rollstuhl. Diese ganzen Klischees, ihr kennt es. Oder auch ein anderes Thema, Mitleid zum Beispiel. Ich möchte nicht von meinen Kollegen und Kolleginnen bemitleidet werden oder auf ein gewisses Podest gestellt werden, das immer heißt, ah, den müssen wir in Watte packen, der arme Kevin, lass mal mit dem ein bisschen vorsichtiger umgehen. Nein, wenn ich Bockmist gebaut habe, dann dürft ihr mir auch einen Arschtritt verpassen. Das gehört dazu, ob ich MS habe oder nicht. Da ist es ja auch wieder die Frage, wie behandelt man einen chronisch kranken Menschen? Oder wie behandelt man eine Person mit Behinderung? Wir wollen ja trotzdem noch ganz normal behandelt werden. Normal in Anführungszeichen, weil niemand weiß, was normal eigentlich ist. Und da wollen wir ja trotzdem gleich behandelt werden. Ganz offiziell dürfen Menschen dich nicht einstellen wegen deiner Krankheit. Sie können dich nicht im Bewerbungsverfahren aussortieren und sagen, nein, wir nehmen dich nicht, weil du MS hast. Aber wer sagt mir denn, dass die mir diesen Grund auch nennen? Wenn da 10 Bewerber waren und ich bin der Einzige mit MS, dann kriege ich eine Absage und dann wird vielleicht einfach nur gesagt, ja, weil du die Anforderungen nicht erfüllt hast. Aber vielleicht haben sie sich doch im stillen Kämmerchen beraten und gesagt, ja, wollen wir den haben? Ist uns das sicher genug? Wo ich mir auch die Frage stelle, was ist sicher genug? Jeder dieser Mitarbeiter könnte morgen einen Schlaganfall bekommen, vom Auto angefahren werden, im Bus einen Unfall haben oder die Treppe runterfallen nachts. Also, wer ist schon sicher? Das ist doch... Aber egal, ganz anderes Thema, will ich mich gar nicht drüber aufregen. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Um zur Ursprungsfrage zurückzukommen, den roten Faden zu behalten, solltet ihr es eurem Arbeitgeber sagen oder nicht? Ich würde mal vermuten, lasst es, wenn es nicht unbedingt sein muss. Habt ihr einen Grad der Behinderung, zum Beispiel 50%, ist aber auch gefährliches Halbwissen, bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege. Ich glaube, dann müsst ihr es mitteilen, dass ihr halt einen Grad der Behinderung habt. Das kann auch wieder Vorteile erbringen und eröffnen. Unternehmen ab einer gewissen Größe müssen oder sollen einen gewissen Prozentsatz von Menschen mit Behinderung einstellen. Das gibt steuerliche Vergünstigungen, beziehungsweise andersrum auch wieder gefährliches Halbwissen. Wenn sie nicht diese Quote erfüllen, dann kann es sein, dass sie steuerlich benachteiligt werden. Dann kommt wieder das Kontraargument. Habe ich jemanden mit Schwerbehinderung eingestellt? Habe ich extreme Probleme, die Person zu kündigen, zu entlassen? Hat mehr Urlaub, Besonderheiten, besondere Anwünsche und Anforderungen?
Und da kann ich mir auch vorstellen, dass Arbeitgeber sagen, ach nee, das ist mir alles irgendwie doch zu stressig. Das sind aber auch alle Situationen, wo wir jetzt mal vom Schlimmsten ausgehen. In meiner jetzigen Position habe ich meinem Arbeitgeber direkt im Bewerbungsgespräch von meiner Krankheit erzählt. Ich meine, ich kann es auch nicht geheim halten. Ich mache auf Instagram jeden Tag tausende Geschichten über MS. Ich bin hier, mache tausende Geschichten über MS jetzt seit 3 Jahren. Und wenn du meinen Namen googelst, findest du mich auch in Bezug zu MS. Das heißt, ich kann es gar nicht mehr geheim halten. Und ich habe das große Glück, dass mein Arbeitgeber sehr ehrlich und offen mit mir umgegangen ist und gesagt hat, ich stelle dich gerne ein, du bist ein toller Typ, ich kann mich dich richtig gut im Team vorstellen. Ich muss dir aber auch ehrlich sagen, solltest du jetzt längere Zeiten mal so für 6 Monate, für 8 Monate, für 3 Monate ausfallen, kann ich dir nicht versprechen, dass ich dich wirtschaftlich gesehen halten kann. Lass uns da bitte so offen und ehrlich zueinander sein. Dafür möchte ich aber auch, dass du mir kommunizierst, wenn du an deine Grenzen stößt, wenn du an die Grenzen deiner Belastbarkeit kommst, weil das ist wieder so ein Thema, wo ich sage, vielleicht solltet ihr doch eurem Arbeitgeber von der Krankheit erzählen, aber nur dann, wenn ihr wirklich im Alltag an der Arbeit mit der Krankheit zu kämpfen habt. Wenn ihr Konzentrationsstörungen habt, wenn ihr Fatigue habt, wenn ihr extreme Erschöpfung und Müdigkeit habt, was eigentlich auch Fatigue ist, wenn ihr ständige Symptome einfach habt, dann würde ich vielleicht darüber sprechen und vor allem auch Kollegen und Kolleginnen davon erzählen. Denn ich kann euch eine Sache aus meiner Erfahrung mitgeben und die ist folgende. Kollegen und Kolleginnen, die kein Verständnis davon haben, was MS ist, werden vielleicht auch mal sagen, ja, der hat ja nur keinen Bock, ja, der schiebt das auf seine Krankheit. Ja, was ist überhaupt dieses Müdigkeitserschöpfungssyndrom? Das sagt der oder die ja nur, damit er irgendwie hier eine ruhige Kugel schieben kann. Also da ist es wirklich wichtig, Aufklärung zu betreiben, die Krankheit zu erläutern, die Symptome zu erläutern und damit ein gewisses Verständnis zu schaffen. Und ja, ihr braucht mir gar nicht in die Kommentare schreiben, dass ihr das gemacht habt und es nicht geklappt hat. Und ich weiß es. Ich weiß, dass das wirklich immer noch sehr häufig ein Problem ist, dass Menschen es nicht verstehen wollen. Und da müssen wir dann lernen zu kämpfen. Fassen wir doch abschließend einfach mal alles zusammen. Ich würde meinem Arbeitgeber nicht davon erzählen, wenn ich nicht in einem Beruf arbeite, wo ich potenziell durch meine eventuellen Einschränkungen andere Menschen gefährden kann oder meinen Job nicht richtig ausüben kann. In diesem Fall würde ich meinem Arbeitgeber davon berichten. Dahingegen würde ich meinem Arbeitgeber es nicht erzählen, wenn ich in einem Beruf tätig bin, der eigentlich das Gegenteil von dem ist, was ich eben beschrieben habe. Ich würde es aber wieder meinem Arbeitgeber sagen, wenn ich extreme Einschränkungen habe, Symptome habe, Probleme mit meinen Nebenwirkungen habe, sollte ich eine Therapie machen und so weiter. Dann ist es vielleicht doch wieder hilfreich, um das Verständnis ganz einfach zu schaffen, darüber zu reden. Ich kann mir für jeden von euch nur wünschen, dass wenn ihr noch arbeitsfähig seid und arbeiten geht, dass ihr mit Kollegen und Chefs zu tun habt, die verständnisvoll sind, die euch auch Zeiten einräumen, um sich auszuruhen, die vielleicht Verständnis haben, wenn du mal eine Pause brauchst oder eine Konzentrationsschwäche hast, die dir auch die Zeit einräumen, vielleicht deine Medizin einzunehmen oder Arzttermine wahrzunehmen, dass du so einen verständnisvollen Arbeitgeber, Arbeitgeberin findest. Ich habe das ganz, ganz große Glück gehabt, nachdem ich letztes Jahr entlassen worden bin und meinen Job verloren habe, jetzt so einen Arbeitgeber zu haben. Da bin ich sehr glücklich drüber und ich möchte euch damit einfach nur Mut machen und euch sagen, gebt nicht auf. Die Chance ist da, dass ihr auch mit der Krankheit noch einen Job finden könnt und auch einen tollen Arbeitgeber finden könnt. Ja, ich versuche an mir euch das Beispiel zu geben, dass es möglich ist. Ich habe auch lange, lange gesucht. Ich habe viele Bewerbungen geschrieben. Ich habe in vielen verschiedenen Bereichen jetzt schon gearbeitet. Und dort, wo ich heute bin, bin ich sehr glücklich. Der Weg war lang, aber ich bin angekommen. Und das wünsche ich mir für euch auf jeden Fall auch. Wenn ihr jetzt noch mehr wissen möchtet, Fragen habt, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Ich lese die immer. Ich antworte öfter zeitversetzt, aber ich lese die auf jeden Fall immer. Und wenn du keine Videos mehr verpassen willst zu spannenden Themen, dann abonnier doch den Kanal. Das Ganze ist kostenlos und ist einfach nur eine Erinnerung. Hey, da ist ein neues Video draußen. Verpass es doch nicht. Du willst es bestimmt sehen. Du magst die Videos. Und wenn du die magst, gib uns noch einen Daumen nach oben. Wenn du dich fragst, warum fragen die immer nach dem Daumen nach oben? Das hat den Hintergrund, dass wenn wir viele Daumen nach oben haben, dann denkt sich der YouTube-Algorithmus, oh, das Video muss gut sein, das schlage ich nochmal anderen Menschen vor. Und dann haben wir die Chance, noch mehr Personen zu erreichen, die vielleicht ähnliche Fragen zu dem Thema haben. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao. PS, die DMSG ist auch auf Instagram vertreten, da dürft ihr auch gern vorbeischauen. dmsg.community, wir sehen uns.